Auto waschen an der Waschbox mit möglichst wenig Equipment, so geht's. Immer wieder lesen wir den Kommentar unter unseren Waschvideos: Ich kann so nicht waschen, ich habe kein Grundstück, an meiner Waschbox darf ich nicht. Okay, wir haben jetzt uns mal eine Methode überlegt, wie ihr mit möglichst wenig Equipment trotzdem eine schonende Handwäsche durchführen könnt. Und da steigen wir jetzt auch gleich ein. Schauen wir uns mal an, wie das Auto vorher aussieht. Ich denke, typischer Verschmutzungszustand, relativ stark verschmutzt, ohne extrem Matsch, Schlamm, ungepflegt, sondern so ein ganz normaler Zustand, den ich von Leuten erwarte, die ihr Auto selber in der Waschbox waschen wollen. Starten wir mit dem Felgenreiniger. Hier ist das einzige Produkt, was wir mitbringen müssen, denn da gibt es keine wirkliche Alternative an der Waschbox. Deswegen empfehlen wir einfach, einen Felgenreiniger mitzubringen. Stört die wenigsten Waschboxbetreiber, aber im Zweifelsfall fragen. Wir lassen die Felge mal bluten, das heißt, wir lassen den Felgenreiniger wirken und dann vielleicht noch einige Worte zur Idee hinter der Methode. Viele Waschboxbetreiber scheuen sich natürlich vor Handwäsche oder Zweieimerwäsche-Nutzern, einfach weil die deutlich weniger Umsatz machen als alle anderen Nutzer, die das Programm einmal stur von oben nach unten durchblasen, egal was sie dann mit ihrem Lack machen. Wenn du das Glück hast, einen Waschboxbetreiber zu haben, der Verständnis dafür hat und dich mit der Zweieimerwäsche oder mit der Multi-Handschuh-Waschmethode waschen lässt, alles cool, vergiss dieses Video, mach wieder aus. Die Idee ist hier, einen Kompromiss zu finden für Waschboxen, wo eine Handwäsche ungern gesehen ist, sodass man wirklich mit möglichst wenig Equipment und Zusatzausstattung und trotzdem mit einem bisschen Umsatz an der Waschbox eine gute Handwäsche hinbekommt. Man darf halt nicht vergessen, Waschboxen zu bauen sind teuer. So eine Waschbox kostet ohne Grundstück locker mal nur pro Box irgendwie 50.000-60.000 Euro. Das heißt, da ist schnell mal eine 500.000 weg. Und der Anlagenbetreiber will natürlich auch Geld verdienen und muss am Ende auch für die Wassersicherheit garantieren. Deswegen immer mal ein bisschen Verständnis für beide Seiten und nicht immer gleich auf den Waschboxbetreiber schimpfen, wenn er generell keine Handwäsche erlaubt. Dann vielleicht noch mit dieser Methode probieren. Ich würde sagen, die Felgen sehen ausgeblutet aus, also geht's weiter mit unserer Wäsche. Achtet beim Felgenreiniger auf die Wirkzeit. 2W2 müsst ihr die hier schon mal abspülen. Wir nutzen jetzt erstmal den Powerschaum, um die Fahrzeugvorreinigung zu machen. Das ist ein essentieller Schritt, um wirklich am Ende Kratzer zu vermeiden und schon zu waschen. Wer so einen Schaum an der Box nicht hat, kann mal das Vorwaschprogramm ausprobieren. Da ist auch meistens Chemie bei. Wer sowas auch nicht hat, kann mal gucken, ob er ein eigenes Produkt mitbringen kann. Wenn das auch nicht geht, dann einfach richtig gründlich mit einem Vorwaschprogramm vorkärchern, sodass da auch ein bisschen Chemie im Wasser ist, damit da wirklich was runterkommt. Im 2W2, wenn deine Box einfach nichts davon hat, versucht dir mal eine andere zu suchen, weil irgendwas sollte da sein. Wie gesagt, wir können die Felgen hier gleich mit einsprühen, dann ist der Felgenreiniger schon gleich einmal mit angelöst, falls er nicht länger wirken soll. Hier in dem Fall bei dem Produkt ist das gar kein Problem. Sprühen das ganze Auto ein, beachten die Einwirkzeit und hier Achtung, ganz wichtig, bitte unbedingt gucken, steht das Auto irgendwo in der Sonne? Wenn ja, dann immer in der Sonne als erstes abspülen und darauf achten, dass nichts antrocknet. Im Zweifelsfall bitte lieber einmal zwischenspülen oder aber bewölktes Wetter oder eine Zeit abpassen, wo die Sonne nicht auf der Waschbox steht. Das ist hier wirklich wichtig. Als nächstes nehmen wir das Programm Hauptwäsche. Das hat in unserem Fall 60 Grad warmes Wasser und eine Chemie noch mit drin. Reinigt einfach ultra effektiv. Bitte immer aufpassen, dass das Kabel nicht an den Lack kommt. Also immer gut festhalten, im Zweifel zwischen oder hinter die Beine klemmen. Ganz wichtig, wir waschen gründlich von oben nach unten schematisch. Wir müssen jetzt hier nicht wie mit dem Besen rumfegen, sondern wirklich von rechts nach links oben angefangen bis runter waschen, inklusive Felgen und Radkästen. Einmal gründlich ausspülen. Hier ist der Knackpunkt der Wäsche. Hier entscheidet sich, ob du am Ende Kratzer verursachst oder eben nicht. Nimm dir da wirklich Zeit und gib dir Mühe. Einstiege sind optional, die kann man sonst zur Not noch mal zu Hause machen irgendwie oder ich empfehle dir, dich einfach mal daran zu wagen. Da haben wir noch mal ein eigenes Video, wie wir es genau erklären, ganz kurz. Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel, also möglichst von oben ausspülen und dann ist dort auch der gröbste Dreck schon mal raus. So gehen wir einmal komplett ums Auto. Optional könnt ihr natürlich einen Eimer verwenden mit Autoshampoo. Das ist wirklich optional, wenn es erlaubt ist. Machen wir einfach ein bisschen heißes Wasser hier von der Box und Shampoo rein. Warum, werdet ihr später sehen. Aber wie gesagt, das ist nicht zwingend nötig. Wir verwenden dann so ein sogenanntes Brush Cover. Das ist ein Mikrofaserüberzug für die Waschbürste, die wir als erstes mit dem Hochdruckreiniger ausspülen, damit der Sand raus ist. Und waschen damit, wichtig im Schaumbürstenprogramm, von oben nach unten das Auto durch. Ganz wichtig ist, dass da Wasser durchläuft, weil ihr seht hier nach dem Dach, es ist kein Schmutz auf der Bürste. Und das zieht sich so durchs ganze Auto. Die Bürste ist so gemacht, dass genug Wasser durchläuft und sich beim Waschen alles, was eventuell noch an Schmutz da ist, gleich ausspült. Deswegen eine wirklich relativ schonende Methode für alle, die keine andere Möglichkeit haben, funktioniert gut. Immer bitte darauf achten, von oben nach unten zu waschen und die schmutzigen Bereiche auszulassen. Also einmal das Auto komplett oben rum, dann in der Mitte rum und ganz am Ende bitte erst unten rum, weil da wird der meiste Dreck sein. Wie gesagt, man sollte da nicht durcheinander waschen.
Wer jetzt die Möglichkeit hat, einen Eimer zu benutzen, kann den hier benutzen. Alternativ einfach das Brushcover abziehen und damit nochmal durch die schmalen Bereiche gehen, wo die Bürste nicht rangekommen ist. Tankdeckel in dem Griffbereich an der Heckklappe, um die Spiegel rum. Alle Bereiche, wie gesagt, Türgriffmulden, alle Bereiche dort, wo die Waschbürste nicht rangekommen ist. Und ganz zum Schluss einmal durch die Einstiege. Wenn die Einstiege schon relativ sauber sind, kann man das auch nur mit dem Trockentuch machen. Das geht auch, ist gar kein Problem. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle hier nochmal: Achtet drauf, wo die Sonne steht und achtet darauf, dass das Shampoo nicht eintrocknet bzw. der Reiniger nicht eintrocknet. Im Zweifelsfall lieber noch einmal zwischenspülen. Auch hier optional der Schritt nochmal mit der Felgenbürste, die Felgen zu bearbeiten. Wenn das erlaubt ist, du die Zeit hast und du es darfst, mach das gerne. Kann man aber auch weglassen, sodass man im, sage ich mal, äußersten Fall nur einen Felgenreiniger und das Brushcover braucht, sonst nichts weiter. Ein paar optionale Sachen machen die Arbeit leichter. Wenn sie erlaubt sind, macht das wirklich Sinn. Jetzt gehen wir mit Glasspülen drüber oder aber mit Glanztrocknen. Achte nur drauf, bei Glanztrocknen ist meistens Chemie mit im Wasser, die einfach dafür sorgen soll, dass keine Wasserflecken beim Trocknen entstehen. Das kann eine Versiegelung beeinträchtigen, überdecken oder auch danach eine Nassversiegelung verschlechtern. Das heißt, wenn du in dem Bereich irgendwie was machen willst, nimm bitte Glasspülen. Sonst, wenn nichts auf dem Auto ist oder erst nach dem Trocknen was aufs Auto kommt, kannst du gerne auch Glanzspülen nehmen, dann hast du weniger Kalkflecken. Als nächsten Schritt trocknen wir das Auto ganz normal mit unseren Trockentüchern. Optional kannst du nochmal mit einer Druckluft, falls sie aber in der Waschbox vorhanden ist, oder mit einem Laubbläser die Ritzen trocken pusten oder einfach kurz bis nach Hause fahren, Wasser austropfen lassen und dann nochmal mit einem Quick-Detailer und einem Trockentuch nachtrocknen. Dann sollte der Waschprozess optimal funktionieren. Das war's zur equipmentarmen und halbwegs zeitsparenden Waschmethode an der Waschbox. Der Lambo musste sein. Klar, Zweimalwäsche, Multi-Wasch-Handschuh-Methode ist mit Sicherheit schonender, gründlicher und günstiger. Ne? Wir haben natürlich eine ganze Menge in diese Säule geschmissen. Ich denke mal, wenn man dabei kein Video dreht, irgendwas zwischen 10 und 20 Euro ist realistisch. Aber das kostet halt auch eine Waschstraße. Von daher finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Muss am Ende jeder selbst wissen. Aber wer keine andere Möglichkeit hat, weil es keine adäquate Waschbox in der Nähe gibt, hat auf jeden Fall hier eine Methode gefunden, die gut funktioniert und schonend ist. In diesem Sinne, einige Schritte sind noch optional, habe ich auch jeweils angesagt. Der Eimer ist optional, der Felgenreiniger ist optional, der Bürste ist optional. Also runtergebrochen wäre das einzige Equipment, was man wirklich braucht, ein Trockentuch und dieses Brushcover. Alles andere kann man zur Not auch aus der Box nehmen. Viel Spaß beim Nachmachen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!